Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im wunderschönen Tamriel und zwar genau vor dem Baum von Gratwald. Und zwar sehen wir da hinten einen Herrn mit seinem Pferd, nämlich den Sterngucker Herold. Der wird uns jetzt in die Quest nach Karkstein begleiten. Das Unheil selbst ist nach Karkstein gekommen. Die Sterne sind vom Himmel verschwunden. Hört mir denn keiner zu? Wird denn keiner helfen? Die Sterne sind verschwunden? Was redet ihr da? Ich bin ein Initiant vom Orden der Sterngucker. Wir studieren die Sterne und ihren Einfluss auf Tamriel. Vor nicht allzu langer Zeit sind uns Unregelmäßigkeiten bei dreien der Sternbilder aufgefallen. Kurz darauf wurde Karkstein von sonderbaren Armeen überrannt. Wie kann ich helfen? Hara, eine aus unserem Orden, führt die Anstrengungen an, diese Angriffe aufzuhalten. Aber wir sind keine Krieger. Dieser Wagen wird euch nach Belkart in Karkstein bringen, wo ihr persönlich mit ihr sprechen könnt. Bitte helft uns. Nun gut, ich werde euch helfen, so gut ich kann. Jetzt muss ich dazu sagen, soweit ich mich erinnern kann, müssen wir nicht unbedingt mit ihm vorher sprechen, sondern können auch direkt nach Belkart reisen. Aber hier würde jetzt eigentlich die Story beginnen. So, dann schauen wir mal eben, wo wir hin müssen. Hier unten rechts, da hinten. Ah ja, dann sind wir da gewesen. Ich wollte gerade sagen, das war doch die Treppen hoch. Ich habe jetzt gedacht, ich wäre komplett woanders. Ich gab nicht viel auf die Worte der Sterngucker, bis ich meinen ersten Sandriesen sah. Er schlug ein Pferd entzwei. Ich bin nicht mehr so schnell gerannt, seit ich damals noch Fleisch in den Straßen von Riften stehlen musste. Jetzt hören wir alle etwas genauer zu. Ich suche nach den Sternenguckern. Dieser Tage tut das wohl jeder. Komisch, wie sie vor ein paar Monaten nur ein Haufen Wahnsinniger waren, die viel zu viel auf die Sterne geben. Und jetzt sind sie plötzlich die Einzigen, die eine Ahnung davon haben, was hier vor sich geht. Ihre Sternwarte ist auf dem großen Hügel da hinten. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Aber zu meiner Verteidigung, ich kannte sie in diesem Let's Play doch vorher noch gar nicht. Also seid nicht so zickig zu mir. Leeren Brucherz. Keine Ahnung, welches Level das war. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. So, dann gehen wir einmal hier rein. Übrigens ein sehr schönes Zeichen irgendwie. Hier könnt ihr natürlich auch überall die Bücher noch lesen. Ich glaube, war hier nicht sogar irgendwo... Kann man das lesen? Ah, hier hinten ist noch eins. Die Entdeckung Kardalas. Könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wie immer, indem ihr kurz auf Pause drückt. So, hier gibt es unter Umständen dann auch nochmal eine... wie nennt sich das jetzt? Eine Wertkassette, die... dazu einlädt, dass man sie stiehlt. Und hier hinten gibt es auch nochmal ein Buch, wie die Yokudana die Sterne verfolgten. So, Hara. Sprecht schnell. Ich bin sehr beschäftigt. Und unser Orden steht vor lauter Belastung kurz vor dem Zusammenbruch. Soweit ich weiß, habt ihr ein bisschen Ärger gehabt. Ich bin hier, um zu helfen. Selbstverständlich. Es tut mir leid. Ihr seid gekommen, um uns zu helfen und... ich bin unhöflich. Ich muss mehr über die Lage erfahren. Sagt mir, was hier vor sich geht. Dann fange ich ganz am Anfang an. Vor einer kurzen Weile verschwanden die drei Wächtersternzeichen, der Krieger, der Magier und die Diebin, vom Nachthimmel. Was ist geschehen? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich studiere die Sterne schon mein ganzes Leben lang. Ich habe sie immer sprechen gehört, doch jetzt schweigen sie. Es ist unheimlich. Ich weiß nur, dass drei mächtige Wesen damit begannen, Karkstein anzugreifen, als die Wächter verschwanden. Sie nennen sich die Himmlischen. Die Himmlischen? Ich weiß es nicht. Das ist kein Name, den ich schon einmal gehört hätte. Zwei der Himmlischen nennen sich selbst der Krieger und die Magierin. Der dritte nennt sich, seltsamerweise, die Schlange, nach dem 13. Sternbild. Von der Diebin hingegen fehlt jede Spur.
Was soll ich tun? Die Sterngucker bestehen aus Gelehrten, die mit der derzeitigen Bedrohung überfordert sind. Wir brauchen wahre Champions, die sich Krieger, Magierin und Schlange entgegenstellen und die, wenn möglich, die Diebin finden. Schließt euch uns an. Seid unser starker Arm, unser scharfes Schwert wider die Himmlischen. Also wenn ihr jetzt noch nicht sicher seid, ob ihr die Quest annehmen wollt, könnt ihr natürlich sagen, lasst mich darüber nachdenken, aber wir nehmen einfach alles. Ich werde mich euch anschließen. Hab Dank. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Aber erst müsst ihr ein offizielles Mitglied unseres Ordens werden. Betretet den Sternenkreis und nehmt unseren Segen an. Ihr Sterne am Himmel, lasst dieses neue Licht euren Willen wirken. Nehmt sie an, ihr Sterne. Lasst sie euch folgen, wohin ihr auch geht. Bitte helft ihnen. Und segnet sie, um jenen zu helfen, die vom Weg des Ruhmes abgekommen sind. Unsere verschwundenen Wächter. Bitte segnet sie. Bitte segnet. Wir müssen reden. Habt keine Angst. Ich bin eine Freundin. Aber wie verzweifelt ich gerade am Gucken war. Oh mein Gott, ich fliege. Vergebt mir. Ich kenne keinen anderen Weg, um euch zu kontaktieren, ohne mich dabei zu offenbaren. Selbst jetzt sucht der Schuppenhof die Anhänger der Schlange nach mir. Wer seid ihr? Ich bin die himmlische Diebin. Ich erschien mit den anderen Wächtern, als die Schlange sich befreite und auf Tamriel manifestierte. Eine nach dem anderen hat die Schlange sie gefangen. Erst den Krieger, dann die Magierin. Sie will mir das Gleiche antun. Wollt ihr damit sagen, dass die Schlange die anderen Wächter kontrolliert? Ja. Sie greifen Karkstein gegen ihren Willen an. Hört gut zu. Das Wesen der Schlange ist das Chaos. Sie will die Ordnung der Wirklichkeit selbst untergraben. Sie wird nicht mit Karkstein aufhören. Wie halten wir sie auf? Meine Macht allein reicht nicht aus. Ihr müsst die anderen Wächter befreien. Ich werde euch so weit helfen, wie mein Mut es zulässt, aber die Schlange sucht nach mir. Wenn sie mich erst umschlingt wie die anderen, dann ist alles verloren. Wie befreie ich die Wächter? Hara und die Sterngucker werden euch helfen. Nutzt ihr Wissen. Haltet Ausschau nach dem Schuppenhof. Wo immer er ist, ist gewiss auch die Schlange am Werk. Doch ihr dürft niemandem erzählen, dass ihr mich gesehen habt. Die Anhänger der Schlange sind überall. Ihr kennt Hara? Es wäre überraschend, wenn dem nicht so wäre. Die Sterngucker sind sich dessen nur bedingt bewusst, aber sie führen ein uraltes Erbe als Schüler der Sternzeichen fort. Ihre Hingabe ist nicht unbemerkt geblieben. Erzählt mir von den Wächtern. Unter den 12 rechtmäßigen Sternzeichen ist es die Pflicht der Wächter, die niederen Sternzeichen, unsere Mündel, vor dem zerstörerischen Wesen der Schlange zu bewahren. Mit dem Krieger und dem Magier unter der Kontrolle der Schlange sind ihre Mündel angreifbar. Ebenso wie Tamriel. Seid ihr wirklich das Sternbild der Diebin? In gewisser Weise. So wie man eine Abbildung der Sternbilder betrachten und dann sagen kann, das ist die Diebin. Oder das ist der Krieger. In dieser Weise bin auch ich die Diebin. Oder zumindest eine Art, die Diebin zu sehen. Okay, übrigens nur so als kleinen Hinweis. Hier könnt ihr natürlich auch nochmal eben Bücher durchgucken, wenn ihr möchtet. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ich euch anschreie, dann tut es mir leid. Dann ist es wahrscheinlich auch so, weil meine Stimme ist immer noch komplett im Eimer. Und ja, ich gebe mein Bestes, dass ich trotzdem weiter aufnehmen kann, weil bis das Ganze wieder vernünftig ist und ich nicht mehr räuspern muss und meine Nase wieder freier ist und meine Stimme nicht mehr so belegt ist, dann könnte ich hier 3 Wochen noch nicht aufnehmen wahrscheinlich. Deswegen das nur eben am Rande, also wundert euch nicht, ich möchte euch nicht anschreien, im Gegenteil. Aber manchmal, ja, muss man das einfach, wenn die Stimme so belegt ist. Nein, ich wollte nicht das Buch lesen. Hallo, ich wollte das Portal. Die Sterne am Himmel haben euch angenommen. Ihr gehört jetzt zu uns. Die Sterne haben euch angenommen. Ich hoffe nur, dass es noch nicht zu spät ist. Es wurden bücherweise Prophezeiungen über die Sterne verfasst, aber nicht einmal die Orakel haben diese Ereignisse vorhergesehen. Wo soll ich anfangen? Schart Verbündete um euch, ehe ihr die Stadt verlasst.
Ihr werdet treue Freunde brauchen, um euch den Armeen von Krieger, Magierin und Schlange zu stellen. Kehrt jedes Mal, sobald ihr etwas Neues erfahren habt, zu mir zurück. Ich werde alles, was ihr herausfindet, in einen Plan einfließen lassen, wie man die Himmlischen besiegt. Es scheint, als hätte die Schlange den Großteil ihrer Truppen in der gebirgigen Region im Norden gesammelt und sich darin eingeschlossen. Umso besser. So haben wir eine Chance, möglichst viel über diese Bedrohung in Erfahrung zu bringen und unsere Verteidigung entsprechend zu planen. Was wissen wir über die himmlischen Krieger? Traditionellerweise ist der Krieger einer der Wächter, die die anderen Sterne vor der Schlange beschützen. Doch der himmlische Krieger, der vor kurzem aufgetaucht ist, ist nicht unser Freund. Er befehligt eine gnadenlose Armee aus uralten jokudanischen Kriegern, die man die Ankara nennt. Was könnt ihr mir über die Ankara erzählen? Ich weiß nur, dass sie uralt und gefährlich sind. Ich habe interessante Gerüchte über den Außenposten des Dolchsturzbündnisses im Westen gehört. Dort ist angeblich ungefähr zur gleichen Zeit wie die Ankara ein Champion erschienen. Das könnte ein guter Ort sein, um nach ersten Antworten zu suchen. Ich würde gerne über die himmlische Magierin sprechen. Traditionellerweise werden Magier, Dieben und Krieger als Wächtersternzeichen betrachtet. Aber die magischen Ereignisse in den Ausläufern Karksteins, einschließlich einer beständig wachsenden Armee von Atronachen, deutet darauf hin, dass die Magierin unter der Kontrolle der Schlange steht. Was für magische Ereignisse? Seltsame Dinge. Schwierig zu beschreiben. Eine riesige Zaubernarbe inmitten der Wüste. Und das Erscheinen zweier Hochelfinnen in Belkart, die beide behaupten, die Magierin zu sein. Es ist, als ob die Magierin erfolglos versucht hätte, gegen die Schlange anzukämpfen. Glaubt ihr, dass etwas an den Behauptungen der Hochelfinnen dran sein könnte? Ich will es nicht ausschließen, aber ich hatte keine Zeit, ihre Behauptungen zu überprüfen. Ihr könnt ihm gerne nachgehen, aber hütet euch vor Fallen. Die Schlange könnte nur versuchen, uns zu ködern. Nach dem letzten, was ich gehört habe, sind die Hochelfinnen noch immer in der Kreuzweg-Taverne hier in Belkart. Ich würde gerne über den himmlischen Krieger sprechen. Traditionellerweise ist der Krieger einer der Wächter, die die anderen Sterne vor der Schlange beschützen. Doch der himmlische Krieger, der vor kurzem aufgetaucht ist, ist nicht unser Freund. Er befehligt eine gnadenlose Armee aus uralten jokudanischen Kriegern, die man die Ankara nennt. Wo sollte ich mit meinen Nachforschungen über den Krieger anfangen? Einer von uns, Erold, hat alte nedische Schriften zu diesem Thema untersucht. Er hofft, Hinweise auf das plötzliche Erscheinen der Himmlischen zu finden. Erold ist zwar schlau, aber nicht gerade Schlachten erprobt. Ich wäre dankbar, wenn ihr ihm helfen würdet. Ja, himmlische Magierin hatten wir ja auch schon. Traditionellerweise werden Magier, die... Ihr glaubt, die Magierin beschwört Atronachen? Die Atronachen wurden ursprünglich von einem Zirkel von Anrufern aus der Stadt Elin hier beschworen, um Karkstein gegen die dunklen Anker zu verteidigen. Doch es ist klar, dass sie inzwischen einem anderen Herrn gehorchen. Und zudem wächst ihre Zahl nur noch weiter. Wie halten wir sie dann auf? Ich bin ratlos. Die Anrufer, die die Atronachen beschworen haben, sind verschwunden. Doch da die Atronachen beschworen wurden, um die dunklen Anker zu beseitigen, findet sich bei den Dolmen vielleicht ein Hinweis. Okay, wie wir haben den Dolmen des Grunds entdeckt. Hallo? Wir stehen hier mittendrin, was sollen wir denn hier entdecken? So, die nehmen wir jetzt doch nochmal kurz mit beim Rausgehen. Hilfe, bitte. Hier vorne sind natürlich auch noch welche. Viele Leben auf dem Spiel. Ich weiß, ich weiß. War sie das jetzt? Oder ist das jetzt eine Markierung? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Weil da ist nämlich eine Markierung von einer Hauptquest. Hilfe, bitte. Es stehen viele Leben auf dem Spiel. Sie gehört zur Hauptquest. Also sie sollten wir vielleicht noch eben mitmachen. Bitte, ihr müsst helfen. Es gab einen schrecklichen Unfall. Meine Kollegen schweben in höchster Gefahr. Sagt mir, was geschehen ist. Mein Kollege Kelmen Locke? Wir sind Zauberer. Er leitet meinen Zirkel oder leitete ihn. Wir zogen aus, um einen dunklen Anker vom Sockel aus zu vernichten. Wir wollten der Kriegergilde beweisen, dass wir es wirkungsvoller können als sie. Also reisten wir an den Dolmen des Grunds der Bewährung. Doch unser Plan schlug aufs Schrecklichste fehl. Inwiefern?
Der Zirkel beschwor Atronachen, um den dunklen Anker zu vernichten. Doch stattdessen wandten sie sich gegen den Zirkel. Einer der Himmlischen muss der Grund dafür sein. Ich bin keine Beschwörerin. Ich stand nicht bei den anderen, als es geschah. Deshalb konnte ich überhaupt entkommen, um nach Hilfe zu suchen. Ich werde an den Dolmen des Grunds der Währung gehen und schauen, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja. Ich meine auch, dass das sehr wichtig ist und jetzt direkt mit der Quest zu tun hat, also mit der Hauptquest. Damit er kam aus heiterem Himmel, wie einem Blößen. Seid ihr auch hier, um mich auszulachen? Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Er war nackt wie die Vollmonde an einem wolkenlosen Himmel. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Na, von der Drachenstern-Arena? Wo ich alles verloren habe? Ein sicherer Sieg, haben sie gesagt. Nur eine Narren würde da nicht drauf wetten, haben sie gesagt. Dann ist wie aus dem Nichts dieser Nackdei aufgetaucht und hat den Kampf völlig durcheinander gebracht. Ein nackter Mann ist aus heiterem Himmel aufgetaucht? Er kam wie aus dem Nichts und schrie irgendwelchen Unsinn darüber, dass man die Ankara besiegen müsse. Die Wache hat ihn zum Tor nach Bankorei gebracht, falls ihr dorthin wolltet. Er ist der unsittliche Kaiserliche, der ständig etwas von den Himmlischen daherredet. Falls ihr ihn seht, dann richtet ihm aus, dass er mir 1000 Gold schuldet. Was? Ein unsittlicher, unbekleideter Kaiserlicher am Tor nach Bankorei. Alles klar. So, ich bin immer ein bisschen irritiert, weil der mir immer noch da oben anzeigt, dass ich da noch hin kann. Sucht nach den Unzüchtigen. Ja, ist das jetzt die gleiche? Das ist nicht die gleiche Quest, oder? Sucht nach dem Unzüchtigen, untersucht den Dolmen. Ist aber beides die Hauptquest, das heißt, wir müssen auf jeden Fall beides machen. Ich werde aber jetzt erstmal die Sache mit den Dolmen machen. Dazu reite ich hier jetzt mal wieder runter. Verliere wahrscheinlich noch komplett meine Stimme, so wie sich das gerade anhört. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Sind wir jetzt da in der Nähe oder kann ich da hinporten? Ich kann gar nicht porten, weil ich überhaupt gar nichts habe, wo ich hinporten kann. Ganz hier oben. Ne, Moment, das ist der Unzüchtige. Da oben ist der Dolmen. Ja, das ist von hier aus auf jeden Fall näher. Dann würde ich sagen, dann reite ich jetzt hier das ganze Stückchen nach da oben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und wir sind da. Und seid leise. Das ist der einzige Weg, wie wir am Leben bleiben können. Freundin der Sternengucker, schaut euch diesen Ort an. Hier haben die Magier von Karkstein den Fürsten der Intrigen und seine dunklen Anker abgewehrt. Doch der süße Geschmack des Sieges wurde nur allzu schnell bitter. Was meint ihr? Die Magier bedienten sich der Macht der himmlischen Magierin. Sie beschworen uralte und mächtige Atronachen, um die dunklen Anker zu beseitigen und Molag Bal zu bekämpfen. Doch kaum waren die dunklen Anker unschädlich gemacht, wandten sich die Atronachen gegen Karkstein. Warum? Was ist passiert? Genau das müsst ihr für mich in Erfahrung bringen. Ein Anrufer namens Kelmin Locke war bei der ursprünglichen Beschwörung der Atronachen dabei. Als sie sich gegen die Magier wandten, wurden die anderen Beschwörer getötet. Er konnte als einziger entkommen und ich fürchte, er schwebt in großer Gefahr. Ich mache mich gegen Haddocks Markt auf und rette Kelmin. Beeilt euch. Verlieren wir Kelmin an die Schlange, dann verlieren wir auch jede Möglichkeit, jemals herauszufinden, warum die Atronachen sich gegen uns wandten. Wie wurden die Atronachen beschworen? Meine Wächterkameradin, die Magierin, lieh den Anrufern von Karkstein ihre Macht. Es lag nicht in unserem Interesse, Kalthafen mit Nirren verschmolzen zu sehen. Wie hat sie das getan? Sie sprach in ihren Träumen zu ihnen, natürlich nicht direkt. Wir ziehen es vor, von oben zuzuschauen, anstatt unten zu erscheinen. Nur in Zeiten einer großen Krise erwachen die Wächter und manifestieren sich. Der Angriff der Schlange auf Karkstein war so eine Krise. Erzählt mir mehr von Kelmin Locke. Soweit ich es gehört habe, ist er ein begabter Anrufer, der vor ihrem Verschwinden in der Gunst der Magierin selbst stand. Als die Atronachen sich gegen ihre Beschwörer wandten, wurde der Rest von Kelmins Zirkel getötet.
Es ist wenig verwunderlich, dass er sich versteckt hält. Ja, das glaube ich auch. So. Machen wir das Zeichen mal weg. Wo müssen wir denn hin? Hier unten. Also müssen wir quasi den ganzen Weg wieder zurück. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort angekommen bin. So, da sind wir mitten im Lager. Wir denn überhaupt hin? Ganz bis zum Ende durch. Da können wir theoretisch eigentlich auch durchlaufen, aber ich habe ein bisschen Panik, dass dann zu viele auf einmal mitkommen. Bist du der Boss? Du bist der Boss, oder? So, die Frage ist jetzt, ich muss jetzt irgendwo hier hoch. Ne, da kann ich es nicht. Das heißt, ich muss wahrscheinlich doch vorne rein. Wenn wir diesen Krieg kein Ende bereiten. Ah, ne, hier ist eine Sackgasse. Jungs? Da nicht. Ich muss von der rechten Seite darüber, nehme ich mal an. Du sollst aber nicht runterfallen. So, einmal hier rein. Guten Tag. Ich weiß, du würdest mich sonst nerven. Und einmal hier rüber. Ja, perfekt. Wobei wir den... Das war gar nicht der Bus. Es gibt einen Weg hinein durch die Kanalisation. Er hat mir eine Karte gezeichnet. Ja. Ich sollte vielleicht runtergehen und nicht hochgehen. Was kann man stehen? So, da oben ist nochmal eine Scherbe. Die holen wir uns natürlich auch kurz. Da müssen wir von vorne rein. Perfekt. Und eigentlich soll hier noch ein Boss sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es könnten jetzt hier die drei sein. Beziehungsweise die beiden und der... Ach nee, ich glaube nur... Und der ist auch nicht so gut. Ja, aber ich habe Erforschung. Doch, doch, irgendwas war da von der Boss. Oder alle drei zusammen, ich weiß es nicht. Sehr schön, dann haben wir das auch schon mal mitgenommen. Dann können wir jetzt reingehen. Hinfort, Phantom. Wenn ihr nicht hier seid, um mich zu befreien, dann will ich nichts mit euch zu tun haben. Ich bin kein Phantom, Kelmin Locke. Ich bin die himmlische Diebin. Und ihr wisst, warum ich hier bin. Ihr seid also nur eine weitere Banditin. Man hat mir doch schon die Taschen leer gemacht. Es gibt nichts mehr, was man mir noch rauben könnte. Die Atronachen. Die himmlische Magierin hat euch in einem Traum gezeigt, wie man sie beschwört. Erinnert ihr euch? Warum haben sie sich gegen Karkstein gewandt? Oh nein, keine himmlischen Magier und Schlangen mehr. Ich hab die Nase voll davon. Ich hab gesehen, was den anderen widerfahren ist. Das wird mir nicht passieren. Wer seid ihr? Seid ihr mit dieser Dieben im Bunde? Ich verlange, dass ihr mich umgehend freilasst. Ich werde euch befreien, wenn ihr mir sagt, was ihr über die Atronachen wisst. Die Atronachen? Ich möchte lieber keinen einzigen Gedanken an diese Kreaturen verschwenden. Im einen Moment beschwören wir sie und vernichten die dunklen Anker und im nächsten wenden sie sich auch schon plötzlich gegen uns, wie undankbare Köter. Warum haben sich die Atronachen gegen euch gewandt? Es war schrecklich. Eine riesige, geisterhafte Schlange erschien an der Beschwörungsstätte.
Wir wollten die Atronachen auf sie hetzen, doch sie weigerten sich, uns zu gehorchen. Sie haben die anderen getötet. Als der Feigling, der ich bin, bin ich geflohen. Aber dann wurde ich von diesen gewöhnlichen Strauchdieben gefangen. Wie konnte die Schlange die Kontrolle über die Atronachen übernehmen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich weiß, wie man es herausfinden kann. Wir müssen direkt mit den Atronachen sprechen und sie fragen, was geschehen ist. Wie können wir das tun? Die ersten Atronachen, die wir beschworen, waren uralt. Mit ihnen konnte man ansatzweise kommunizieren. Sie sprachen nicht, aber wir hörten sie in unseren Köpfen. Sie geboten über die anderen und wir haben sie kontrolliert. Mit einem Edelstein, den wir in einem Traum sahen. Den Edelstein der himmlischen Herrschaft. Wo kann ich diesen Edelstein finden? Nun, rein zufällig ist er das Einzige, was die Banditen nicht in die Finger bekamen. Ich konnte ihn verstecken. Fragt nicht. Nehmt ihn, findet den Sturm, den Feuer und den Frostmonarchen und setzt den Edelstein ein, um sie zu binden. Ihr werdet vielleicht erst gegen sie kämpfen müssen. Er konnte ihn verstecken. Nee, ich frag lieber wirklich nicht. Und dann? Geht zur Beschwörungsstätte und verwendet den Edelstein, um die Monarchen zu rufen. Ich treffe euch dort. Mir gegenüber sind sie vielleicht wohlgesonnener. Oder vielleicht auch nicht. So, jetzt habe ich euch geholfen. Würdet ihr mich bitte befreien? Ja, ich werde euch befreien. Ja. Wäre schön, wenn ich jetzt noch irgendwas gesagt bekomme. Wo muss ich denn jetzt hin? Wieder raus und an drei Stellen, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Ach nee, wir sind jetzt hier. Ich muss dahin. Ein Verlies direkt neben dem Wegschrein und in der Nähe von einem anderen Wegschrein. Ja, dann würde ich sagen, ich port mal kurz raus und da direkt hin. So, hier ist der Eingang. Eieiei. Da müssen wir einmal komplett die Runde rum. Hier den Flammenmonarchen besiegen. Und hier wäre jetzt eigentlich noch eine Scherbe drin. Ah, ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben, da noch kurz rumzulaufen. Obwohl, es ist nicht so groß hier. Ja, ich habe mich dazu entschieden, doch mal eben durchzulaufen. Obwohl, na, jetzt muss ich sowieso gleich durch die Tür, so wie es aussieht. Dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn die tot sind. So, hier. Hallo. Tür. So, dich muss ich besiegen. Dann komm mal her. Der rechts ist auch geil. Hat die den gerade beschworen? Ah, jetzt macht er was. Okay. Ja, sie hat ihn beschworen. Sonst wird er jetzt nicht umkippen. So, den Flammenatronachen haben wir schon mal besiegt. Aber ich schnapp mir auch... Ich kann nicht abkürzen durch die Mitte, nee. Ich schnapp mir auch mal eben noch die Sachen, die hier drin sind. Wir müssen darum... Sorry, keine Zeit. Schnapp mir mal eben den Bus. Boah, hallo. Das war doch jetzt nicht der Bus. Achso, ich wollte schon sagen. Was war das denn gerade?
So, haben wir den auch? In der Hoffnung, dass er das alles vernünftig angenommen hat. Ja, okay. Errungenschaft haben wir. Und wir holen uns nochmal eben die Scherbe. In der Hoffnung, dass wir die jetzt gut finden können. Oh, die steht direkt hier. Okay. Dann müssen wir die halt alle mal eben wegmachen. Basti, könntest du dich vielleicht auch um was kümmern, damit ich hier nicht gegen alles kämpfen muss? So, ihr haut mal ab. Haben wir noch einen? Ich glaube nicht. So. Dann haben wir auch direkt die Abkürzung, wie wir wieder rauskommen. Ich wollte gerade sagen, wenn es nicht zu tief ist, aber es geht noch. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und wir sehen uns dann gleich hier oben beim Sturmmonarchen wieder. Bis gleich. So, der Wegschrein ist freigeschaltet und da ist der Eingang. Und ich sehe nichts mehr auf der Karte. So. Hier scheint der Weg doch ein bisschen schneller zu gehen, hoffe ich zumindest. Ja, ja, schieß mich ruhig an, ist mir alles egal. Ich kann mich jetzt hier nicht mit euch einfachem Fußvolk aufhalten. So. Basti, walte doch mal deines Amtes. So, mehr haben wir jetzt hier nicht. Wobei hier ein Sternbild ist, aber da kann man auch nichts mehr machen. Na gut, dann gehen wir hier mal wieder schnell raus, weil die Folge nämlich schon sehr, sehr lang ist mittlerweile. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? So, und dann sehen wir uns, da bin ich, gleich hier oben beim Frostmonarchen wieder. Bis gleich. So, den Eingang habe ich. Und die Höhle ist auch wieder einfach aufgebaut, sehr schön. Na komm, ihr geht mir sowieso auf den Sack. Viecher sind so nervig, wenn die einen hinterherfliegen und alles. So, wen haben wir hier? Natürlich. Basti ist heute gut drauf. Basti tankt. Haben wir ja leider nicht immer. Manchmal geht es auch daneben. Oh, Zaubernamensplitter haben wir als Spur bekommen. Sehr schön. Dann sucht eine Ritualstelle, Ritualstätte nach Kelmen Locke. Schauen wir nochmal eben, wo wir denn genau hin müssen. Macht mir bloß die Karte nicht richtig auf, kein Thema. Also, nach hier unten müssen wir. Okay, dann reite ich da noch hin und wir sehen uns gleich wieder. So, um da hinzukommen, ich habe gerade noch eine Ahnenseide entdeckt, um da hinzukommen, müssen wir, soweit ich weiß, hier rechts hoch. Da müssten wir den Eingang gleich finden. Benutzt den Edelstein bei jedem Fokusstein, um die Atronaren zu beschwören. Ihr seid nicht unser Meister. Wir dienen keinem sterblichen Fleisch. Wem dient ihr dann? Dem Magier. Er erschuf uns. Er erfüllte uns mit Gedanken. Doch er ist gefallen. Verdorben von der Schlange, die ihm auf dem Bauch herumkriecht.
Ihr meint die himmlische Magierin? Die Schlange kontrolliert die Magierin? Wie ist das möglich? Blendwerk, Täuschung. Und sobald sie die Kontrolle über sie gewonnen hatte, wandte sie ihre Macht gegen uns, um uns zu versklaven. Warum all diese Mühen? Weil es das ist, was die Schlange tut. Sie missbrauchte die Magierin, um einen neuen Monarchen zu erschaffen. Einen mit all unseren Kräften. Einen, der aus reiner Luft erschaffen wurde. Wo finden wir diesen neuen Monarchen? Wir wissen es nicht. Wir erinnern uns nur an einen Namen. Balamart. Balamart? Ich kenne diesen Ort. Das ist eine Aileiden-Ruine. Vielen Dank. Ihr seid entlassen. Besiegt diese Abscheulichkeit der Schlange. Besiegt den Monarchen der Luft. Und wir werden unserem Herrn von eurer Güte berichten. Ja, bevor ich jetzt aber mit ihm rede, nehme ich mir nochmal ganz schnell den Runenstein. Kelmen. Das sind sehr schlechte Neuigkeiten. Die Schlange benutzte die Monarchen und ihre Macht, um einen neuen Atronachen zu erschaffen. Einen mit der Fähigkeit, die Elemente anderer Atronachen in sich aufzunehmen. Wie hat er das denn angestellt? Ich will gar nicht erst über die Macht der Himmlischen spekulieren, doch offenbar hat sie die Magierin irgendwie manipuliert. Es steht derzeit nicht in unserer Macht, das richtig zu stellen. Aber wir können versuchen, diesen neuen Atronachen zu finden. Einen Luftatronachen, wie ihn die Monarchen nannten. Binden wir ihn dann? Nein, Bindungen sind zwecklos. Der Luftmonarch wurde aus der Energie von drei Monarchen erschaffen. Er ist zu mächtig. Er muss vernichtet werden. Die Monarchen sagten, man könne ihn an einem Ort namens Balamart finden. Ich kenne diesen Namen. Das ist eine Aileiden-Ruine. Ich werde den Luftatronachen finden und besiegen. Viel Glück dabei. Was mich angeht, so werde ich wohl auf Distanz bleiben. Ich hatte in den letzten Wochen schon genug Aufregung. Herzlichen Dank. Ja, und dann ist er ja auch noch gefangen genommen worden und alles. Und wir müssen schon wieder, ups, das war die falsche Taste, schon wieder nach oben reisen. Nämlich dahin, wo wir eben waren. Diesmal ins Verlies. Ja, ich reite mal wieder zurück. Und wir sehen uns gleich da. So, diesmal, schwupps, einmal drüber gesprungen. Diesmal ist es ein größerer Ort, an dem wir uns befinden. Und ich muss jetzt mal gucken. Moment, euch muss ich mal eben kaputt machen, weil ich gucken muss, wo ich rum muss. Und dich würde ich gerne kaputt machen, damit ich die Kiste kriege. Achso, so zwei. Na, ich dachte, du bist tot. So nicht, mein Freund. Sehr schön. Immer wieder gut, was zu verwerten zu bekommen. So, wie komme ich denn da jetzt hoch? Moment. Ich muss euch mal eben ignorieren. Ich muss mal eben gucken hier. Oh, jetzt bleibe ich ja noch hängen. Hey, da komme ich gar nicht hoch. Komme ich hier hoch? Ah, okay. Da komme ich hoch. Jetzt habe ich natürlich die Scherbe vergessen, war ja klar. Aber wir müssen ja sowieso so ein bisschen hin und her laufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder das kommt später erst, dass wir nochmal rein müssen. Ich weiß es nicht genau. Ich meine zumindest, das ist hier diese Umgebung. So, Basti, wo bist du denn jetzt schon? Achso, doch, da ist er. Was sagen, macht ihr hier schon wieder Ferien oder was? So, Auftrag abgeschlossen. Wo ist Kelmen? Wir müssen nämlich mit ihm sprechen.
Wisst ihr, es ist ganz schön beunruhigend, wie ihr einfach so auftaucht und dann wieder verschwindet. Ich wäre keine besonders gute Diebin, wenn ich nicht kommen und gehen könnte, wie es mir beliebt. Ich hab getan, worum ihr mich gebeten hattet. Seid ihr zufrieden? Ihr habt euch gut geschlagen und ich weiß eure Mühen zu schätzen. Dank euch begreifen die Sterngucker jetzt das Wesen der Bedrohung durch die Atronachen und wie wir sie aufhalten können. Ich schätze, ich sollte euch danken. Allein hätte ich weder die Atronachen binden, noch den Luftmonarchen besiegen können. Ich bin mir sicher, dass dies zwar nicht das Ende der wahnsinnigen Pläne der Schlange ist, aber ich würde wetten, dass das ihre Pläne behindern dürfte. Ich hoffe es. Hört zu, ich weiß, ich war ein rückgratloses Großmaul, aber ich bin euch wirklich dankbar. Als wir diese Atronachen beschworen, hätten wir nie gedacht, dass man sie gegen Karkstein wenden könnte. Falls ich mich jemals für diesen Gefallen revanchieren kann, lasst es mich wissen. Und wir erhalten einen erfüllten Flammenstab vom Set Weg des Feuers. Ja, und ich? Ich darf jetzt hier nicht mit dem Portal rausgehen, oder wie sehe ich das jetzt hier? Sauerei. Ja, wir haben noch die Quest offen, sucht nach dem unzüchtigen Kaiserlichen an Tor von Bankorei. Das werden wir auch noch machen, aber das werden wir natürlich in der nächsten Folge erst machen, weil diese Folge schon sehr, sehr lange geworden ist und ich ja auch irgendwann mal einen Cut machen muss. Wir sehen uns dann am Zielort in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao! Nichts ist sicher, bis es geschieht. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.